Alles klar, let's go. Ach, du healst. Gut. Eisenpferd, Pferd. Ne, sind alles irgendwelche Pferde. Ja, ich glaube deins. Ich hatte deins vorhin. Wie hieß das nochmal? Heftig. Ja, genau. Ja, stimmt. So. Na, ist echt die Blutsicht. Nee, egal. Ja, vor allem hier in dem Gebiet, ne? Lass uns erstmal aus dem Gebiet raus. Autsch! Ich hau jetzt einfach ab. Ich lass mein Pferd da auch liegen. Scheiß drauf. Sollen sie es haben. Ich krieg schon nächstes. Hauptsache in grünem Gebiet. Und nicht in diesem orangenen. Oh, hier ist ein Werwolf. Hä? Werwolf? Mhm. Was? Oh ja. Wo ist er hin? Da. Oha! Oha, 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 oha. Okay. Könnte man sich schon denken, dass er ordentlich Nahkampfschaden macht. Schon saftig Damage. Aber er ist weg. Ah ne, da. Wie er im Schatten weg ist, ey. Gut gemacht. Sehr gut. Oh, ich kann nichts mehr tragen, ey. Was ist das, bloße Haut? Aber dafür sind unsere Taschen vollgestopft mit Silber. Dumm Scheiß. Ja. Geilem Scheiß. Was habe ich hier denn ansonsten, was noch Müll ist? Brauchen wir eigentlich noch Schwefelerz? Mhm. Quarz, das brauchen wir. Oh, hier steht noch ein Pferd, dann nehme ich das. Ey, wie bist du denn hier runtergekommen, ey? Aber mit, kannst du mit Shift runterspringen. Ah, jetzt. Ja, stimmt. Warte mal, hier kann man auch angeln da vorne, ne? Ich nehme die mal mit, glaube ich. Den Angelplace. Da ist auch einer. Oh ja. Fette Grundel, Zubi. Alles klar. Mate Scarf. Das ist ein Helm. Geil. Ich sehe jetzt nicht aus wie Rotkäppchen. Nice. Will jemand haben, weil ich habe einen besseren. Ja, gut, ja. Ja, ich habe noch keinen, aber dann nimm du, weil dann habe ich meinen Red, mein Ginger her. Dienstmädchenkappe, Dienstmädchenschal. Hey, aber der sieht doch immer noch aus wie ein Wolf. Oh. Hier ist so voll Idiot, der sich die schnallt. Auch immer sofort gleich mit Vollidiot kommen. Wenn man sich in einen Wolf verwandelt, hä? Wo sind die dann? Ja, das stimmt. Die sind wegverwandelt. Ja. Das heißt, der Zauber geht auch auf Klamotten. Ja. Stimmt, war das nicht bei Harry Potter auch so, dass sie, wenn sie sich in Tier verwandeln, ihre Klamotten verschwinden? Also mit wegzaubern? Aber wenn sie sich in einen Menschen 86er Blatt, nice. Zurückverwandeln, wenn sie sich in Menschen zurückverwandeln, dann sind sie nackt. Also wo ist die Kleidung? Ja, wo ist die Kleidung hin? Hat er sich jetzt mit der Kleidung verwandelt oder nicht? Nein, nein. Außer das eine Mal mit Wurmschwanz. Der verwandelt sich und seine Klamotten bleiben da. Logic. So. Ach, vielleicht verpisst man sich einfach wieder. Nee, stimmt, da war es sogar andersrum. Wurmschwanz hat sich verwandelt und seine Klamotten waren, als er sich in den Menschen verwandelt hat, da. Aber als er sich in eine Ratte verwandelt hat, weg. Alter, diese Eispfeile. Hä, das macht ja gar keinen Sinn. Alter. Das ist ein Diebloot, ich brauch da nicht verhalten, den Boy. Wollen wir auch gar nicht, der läuft uns einfach nur sinnlos hinterher. Ja, ne? Ja. Ha. Na, lass einfach abhauen. Lass einfach verziehen. Lass den Wölfe verwandeln und abhauen. Beste.
Feste. Ich bin festgeglitscht. Wir laufen falsch, oder? Echt? Ah ja, stimmt, wir müssen. Ja, wir müssen da lang. Stimmt. Immer Raymond nach. Folge ich mir nach. Gütigkeit. Ja. Wie das Video, was ich euch geschickt habe. Ja. Habe ich euch noch das Video geschickt, wo die das gesungen haben. Auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Ach ja. Oh, du Gütige. Ey, hier ist noch Dingens. Brauchen wir das? Baumwolle? Ja, drauf geschissen. Ja. Wir haben doch unser Inventar ist doch voll. Ich wollte gerade sagen, brauchen wir, aber Inventar ist ja eh voll. Oh Mann. Ab auf Häme. Nichts wie weg nach Hause hier. Der Horn ist der Horn. Oh Gott. Hör mir bloß mit denen auf. Wer sagt denn das? Bayern sagen das. Ach so. Ja, mei. Mehr ist dann mehr. Holz auf die. Ja, ja. Vor allem so, mir ist dann mir. Das ist irgendwie so ein ganz unangenehmer Spruch, finde ich. Oh. Warte, müssen wir den wegkloppen? Ja, ne? Ich glaube ja, aber Schatten? Scheiße, was haben wir getan? Ich glaube, wir sollten einfach anders laufen, oder? Nein, das ist keine Option. Dann haben wir zu klumpen. Ich habe Angst, dass wir den Baum kaputt machen. Ah, gut. Sehr gut. Da, ich höre schon wieder die Frau singen. Ich glaube, das ist einfach von der Musik. Also ich höre nichts, aber ich habe auch keine Mucke an. Ich habe immer Mucke an, immer auf Max. Also immer auch auf Dauerschleife tatsächlich. Ich sehe es schon kommen, gleich kommen wir hier nicht weiter und wir müssen den ganzen Weg wieder zurück. Ach komm. Das ist aber eigentlich ein geiler Schleichweg, ne? Der geht bestimmt auf. Doch, das geht. Ja, tatsächlich. Nice. Das wäre auch richtig mies, so ein richtig urlanger Weg und du kommst aber nicht weiter. Dankeschön, du Scheiß-Game. Danke für gar nichts. So, ging doch auch ohne Pferd. Und wir sind doch bald da, wa? Mhm. Ja. Lobet den Herrn. Preiset. Was ist eigentlich preisen? Was soll das heißen? Irgendwas anpreisen. Also wenn dir jetzt zum Beispiel jemand sagt, also ein Priester sagt, du sollst jetzt den Herrn preisen. Wie machst du das? Also was ist jetzt die Aktion, die du durchführen sollst? Du musst ihn loben. Nimmst so einen Kassenscanner und machst einmal piep. Und okay, preiset den Herrn. Er ist eingepreist. Gibt's dann schon Rabatt? Hat Gott so übelst viele von diesen Klebedingern so auf der Stirn und dann, wer hat das eigentlich in die Bibel geschrieben? Aber in den Gönjamin-Wochen ist es noch richtig günstig. Ja, da ist sogar Gott günstig. Alter, wie viele sind hier denn? Können wir die nicht mal endlich ausrotten? Das wäre geil. Was machen? Wenn man jedes Mal, wenn man hier einen Menschen tötet, sozusagen so eine Anzahl runtergeht, keine Ahnung, von 10.000 oder 100.000 oder irgendwie so, und du sozusagen wirklich immer mehr die Bevölkerung dezimierst und irgendwann die Wahrscheinlichkeit, also die Dichte, die Spawn-Dichte sozusagen reduziert wird. Immer mehr. Das wäre deeper Shit. Und je länger du dich zockst, umso mehr erhöht sich die Zahl wieder. Alter. Aber es wäre ja auch, glaube ich, ein bisschen nervig. Dann brauchst du so und so viel weibliche und männliche Kreaturen. Übelst komplex. Schulen, damit die auch gebildet sind. Ach ja, stimmt. Das ist einfach umständlich. Oh, Gott sei Dank sind wir endlich zu Hause. Wir könnten noch eine Truhe für Blutessenz gebrauchen. Eventuell. Können wir die nicht
Dingsen, Raymond. Ja, jetzt ist natürlich Nacht, ne? Ja, geil, danke. Ja. Danke, Spiel, für gar nichts. Danke, ne? Das Geklacke von den Duden. Gefühlt so. Geht man doch eh nur jede Truhe ab und klickt einmal alles drauf und ja, fertig. Ja, mach ich genauso, ja. Aber genau dafür habe ich das ja gemacht, also dass man genau das machen kann. Oh shit, ey. Was denn? Jetzt kommen neue Edelsteine dazu, die können nicht mehr hier mit in die... Also, ich muss das erstmal einfach so an die Seite. Ja, ich habe ja auch einen. Schildeck. Silber und Eisen habe ich. Das kommt alles in die Schmelze direkt, ne? Was ist denn Schemata? Ach, das kommt mit den Forschungen. Das kommt mit Forschung, ja. Mhm. Hier habe ich noch Samen. Perfekt. Die kommen sofort in die Kräuterstube. Kräuterdingens, Kräutergarten. Und was machen wir mit der Essenz, der Blutessenz? Blutpresse. Gut. Und ich habe Seide gefunden. Da ist sie. So. Und das Silber packen wir alle, soll ich verteilen auf alle Schmieden, schmelzen oder? Bringt nichts. So funktioniert das leider nicht mit dem Silber. Verdammt. Ein bisschen more complicated. Ey, ich mach jetzt mal dieses bunte Glas, glaube ich. Ist auch geil. So. Außerdem sind hier noch zwei Geißelsteine, die packe ich mit in den Alchemietisch. Wenn wir jetzt hier so ein buntes Fenster hinhauen, geht das jetzt? Da muss aber auch ein Mauerstück, sozusagen ein Fensterstück sein. Dann geht das nur. Nee, die Geißelsteine brauchen wir für das dunkle Silberroll. Achso. Ja, dann kannst du sie wieder rausnehmen aus so einem Juwelierdingens. How you want. Du kennst das Spiel deutlich besser als wir. Edelsteine, Schmuck. Geißelsteine, so eine Scheiße. Blutrose, das wird die sein. Silber reinpacken und dann bin ich empty. Und noch eine von diesen Trauerdingern. Die kommt hier hin. So. Das nenne ich mal einen Kräutergarten. Sieht übelst... Keine Ahnung, dass die Pflanze sich nicht irgendwie random dreht. Dass sie immer exakt gleich wachsen. Das sieht irgendwie komisch aus. Soll ich das 85er Blut in meinem Inventar lassen? Oder wollen wir das irgendwo sammeln? Nee, ne? Lieber mitnehmen. Nee, halt im Inventar, ja. Also ich habe ganz links eine Truhe gemacht für Blut. Okay. Also ich wäre dann soweit. Für Finn oder was? Ja. Ja. Would I say? Ja, ist gut. Stimmt, wie geht's den Gefangenen? Haben wir auch gut was gemacht heute. Oh ja. Wir ein paar Mal gestorben sind. Ja, das war natürlich wieder eine ganz schöne Challenge, aber trotzdem Progress. Wir sind sogar ein bisschen stärker geworden, wir haben ein besseres Amulett. Wir können jetzt Silber verarbeiten und haben sogar eine ordentliche Fuhre hergebracht. Wir haben eine komplette Schmelze voll mit Silber. Vergiss nicht mal das 100er Schurkenblut. Stimmt. Richtig viel geiles Blut haben wir jetzt bekommen. Wir haben das 100er Schurkenblut und auch Magier, ne? Hier. Barbar haben wir. Schurke und Gelehrte, 85. Nice. Hast du das andere Schurken, also die andere Schurkin getötet? Die ist leider gestorben, ja. Na gut, ist ja nicht schlimm, wir haben ja die 100er.
Wie ist die gestorben? Hast du aus Versehen... Beim Blut Drain, ja. Ah, okay. Ich hab gegambelt, weil ich dachte, wir haben ja eh den 100er. Okay. Juno! Ja, nice. Okay, wie sieht's aus? Jo. Wollen wir uns dann allmählich... Alter, wie lange zocken wir eigentlich schon? Die Schlafgemächer begeben. 3 Stunden 46. Oh! Ich glaube so, doch, wir hatten schon mal getoppt, ne? Ey, ja, wir haben schon mal länger, glaube ich, auch gezockt. Ja, wir haben, glaube ich, schon mal 4,5 oder so. Ja, safe. Wo ist denn Toni? Da ist Toni. Ich zieh den mich mal zu den Särgen jetzt, dass der hinten rumliegt. Stimmt. Auf den Altar müssen wir den liegen. So geht das gut schnell. Ich will das Tau ziehen. Ja. Oh. Ups. Oh no, ich hab's auch. Ich hab mir auch so hingesetzt. Hä? Wir können uns auch einfach alle gleichzeitig da reinsetzen. Auf meinen Schoß. Hey, ich bin weg. Ich bin einfach weg. Ja, Mensch. So. Wie Gesichter so ineinander sind. Warum geht eigentlich die Map an, wenn man auf dem Stuhl sitzt? Weil du da deine Untergebenen auf Mission schickst eigentlich. Ah. Okay. Ach, wir sind schon in den Sack rein. Ja, nicht, aber jetzt. Ja, war auf jeden Fall richtig krass. Und dann, ich würde sagen, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.